Herzlich willkommen zu einer neuen Spielevorstellung bei uns auf dem Kanal. Sie folgen gleich American Dad Apocalypse Soon ist da. Und die Charaktere, die Leute, die noch von Animation Throwdown bei uns sind, kennen die Charaktere. Da ist schon einmal Bullock. Smith, ein Alienschiff, ist in Langley Falls gelandet. Und die CIA muss zuerst am Landungsort eintreffen. Niemand kann sagen, wie die Öffentlichkeit reagieren würde, wenn sie davon erfährt. Stan, keine Sorge, Sir. Wir werden als Erste dort sein und ein Ablenkungsmanöver starten. Dick und ich haben einen äußerst leidenschaftlichen Kuss gearbeitet, den man unmöglich ignorieren kann. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade mache. Ich mache einfach irgendwas. Das war ja ein Kinderspiel und das sage ich nicht einfach so, eigentlich sage ich das ziemlich oft. Du Narr, dieser Kampf war nur ein Ablenkungsmanöver. Wir haben bereit halt Langley Falls eingenommen. Ein Ablenkungsmanöver, aber es hat sich doch noch nicht mal jemand geküsst. Jetzt wirst du Zeuge unserer Gedankenkontrolle. Niemand kann sich uns widersetzen. Niemand! Du wirst nun einer von uns werden. Verdammt, du hast dich widersetzt. Wie hast du das geschafft? Liegt das etwa an der Größe deines Heldenkinds? Ach, egal. Wie viel kann ein Mann schon ausrichten? So, das werden wir mal sehen, wie viel ein Mann ausrichten kann. Und wir werden sehen, wie das Spiel ist. Ich kann es euch aktuell nicht sagen. Ich habe es bis jetzt... Oh mein Gott, ich bin schon schockiert. Bis jetzt noch nicht angezockt für euch. Wie ihr seht, fange ich erst damit an. Roger, ich hatte einen Albtraum. Ich habe geträumt, dass Aliens die Erde angreifen. Und überall waren Roger. Das war kein Traum, Stan. Das ist tatsächlich passiert. Ein Haufen Roger ist in Langley Falls eingefallen? Nein, nein, ein Haufen anderer Aliens ist eingefallen. Aber ich verstehe, es gibt aber auch gute Nachrichten. Ich habe eine Armee aus Klonen aufgebaut, um die Alien-Armee zu bekämpfen. Es gibt wirklich einen Haufen Roger. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe den Keller ausgebaut und sie wohnen jetzt bei uns. Ja, so sieht das Teil jetzt aus. Du hast eine Klonmaschine? Dann klone mich! Das geht leider nicht. Klon funktioniert nur mit meiner DNS. Wir sind jetzt ein Team. Was zum Besuchen? US Invasion Live. Spoiler. Langley Falls ist gefallen. So. Alles klar, Stan. Wir haben folgendes Problem. Aliens, die sich selbst als Sammler bezeichnen, entführen Menschen von der Straße und übernehmen ihren Verstand. Sollten wir sie nicht retten? Nein, nein, nein. Wir müssen das Haus renovieren. Das ist der perfekte Zeitpunkt, um es den Nachbarn so richtig zu zeigen. Wenn wir diesen Krieg gewinnen wollen, brauchen wir einen Platz für unsere Klontruppen. Sie können in meinem Zimmer rumhängen, weil ich gerne etwas Gesellschaft hätte. Du bist fast fertig damit, Roger's Place zu verbessern. Wenn du ein richtiger Boss sein willst, ein Macher, ein Anführer, dann machst du ein bisschen Kohle locker, um den Job schneller zu erledigen. So, verbessern. Verbessern 5 Minuten, kostenlos beschleunigen. Du kannst einen Kampftrupp zusammenstellen, indem du Klone in Rogers Place bewegst. Wähle am besten die aus, die du am wenigsten magst. Sie werden nämlich fallen wie die Fliegen. Aber dann muss man einfach das Beste draus machen, stimmt's? Tippe auf einen Roger und halte ihn, um ihn zu bewegen. Okay. Unsere Kämpfer werden Waffen für den Kampf brauchen. Weißt du, was Messerscharf beschneiden hat? Messer. Ausrüsten Weltraum Cowboy Uniform. Standardknarre 114 Schaden pro Sekunde. Ausrüsten. Warte mal, du kannst dich einfach ein paar Rogers ohne Verkleidung auf der Straße aussetzen. Lüft, klick ins Lager und sieh dich um, was du finden kannst. So, was haben wir da? Räuberrüstung ausrüsten. Dann haben wir hier eine Endzeithacke 175 Schaden. Ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass Director Lewis den Sammler nimmt. Wir müssen ihn finden mit einer tollen Papierkarte, die Telefone niemals ersetzen werden können. Niemals! Wir müssen herausfinden, was Lewis vorhat. Ich werde wohl ein paar Türen eintreten und ein paar Nasen brechen müssen, um ihn zu finden. Ich bezweifle, dass er bei Tuttle ist, aber wir sollten trotzdem bei ihm vorbeischauen. Das könnte lustig werden. Also gehen wir mal nach Langley Falls zu Tuttle's Haus und greifen dort an. American Dad Apocalypse Soon. Ja,
Okay, das haben wir gewonnen. Gegen Luis und die anderen da. Haben eine Belohnung bekommen. Das musste ich gar nichts dafür machen. So, sie sich das eine an ein paar entlaufene Klone wollen sich wieder der Familie anschließen. Wie könnte man Nein zu diesen Gesichtern sagen? Die Klone sind ganz erschöpft. Wir sollen eine Küche bauen, um sie alle satt machen zu können. Oder wir warten, bis ein paar sterben und füttern einfach die übrigen. Nein, nein. Eine Küche wäre wohl die bessere Entscheidung. Also, hier gehen wir in den Markt rein. Dann bauen wir hier eine Küche. Lass uns das fertig machen. Ich habe schon ein tolles Farbschema für diesen Raum im Kopf. Und ich will jetzt nicht den Schwung verlieren. Gute Nachricht, die Klone, die du gerettet hast, sind bereit, in dein Haus einzuziehen. Unglaublich, dass dafür nur etwas Geduld und Liebe nötig war, oder? Ich meine, wer hat hier eigentlich wen gerettet? So, jetzt haben wir den. Und den ziehen wir da rein. Wir müssen einen Klon zum Bankier machen, um mehr Geld zu produzieren und das Haus verbessern zu können. Was hältst du von Teppich, der so an der Wand hochgeht? Ich bin dagegen, aber ich würde mich vielleicht überzeugen lassen. Also ziehen wir den da rein. Geht gerade nicht. Jetzt ziehen wir den da rein in die Tickelbox. Kann nur in einen anderen Raum. Ja, jetzt habe ich den und dann ziehe ich den da rein. Jetzt, da das Haus ordentlich aufgeräumt ist, können wir uns auf die Jagd nach Director losmachen. Ich habe mir ein Messer aus einer Zahnbürste geschnitzt, damit ich mich selbst erstechen und mir die Zähne putzen kann. Moment mal. War das wirklich mein Plan? So, gehen wir auf die Karte. Die Klone wurden postiert. Ich brauche meine volle Selbstbeherrschung, um meine Faust nicht in der Schnauze dieser Klugscheißer-Roger zu postieren. Langley Falls. Und dann greifen wir hier an. Und wieder gewonnen. Da gibt's eine Kiste auch, ne? So, okay. Wir haben während des Kampfes eine Truhe gefunden. Ah, ich kann es kaum erwarten, einen Blick hinein zu riskieren. Und wenn nur Mist drin ist, dann werde ich einfach reinfurzen und sie für den nächsten verschließen. Fürze sind nämlich meine kleinen Schätze. So, jetzt öffnen wir mal diese Kiste. Ein Beil, Geld und ein Kuchen. Wir müssen den Krisensitzungsraum verbessern. Um die anderen Räume im Haus verbessern zu können, in solchen Momenten brauche ich einen Moment, um den Moment richtig einschätzen zu können. Weißt du? Also wir kriegen da drauf, verbessern. Verbessern 5 Sekunden, gute Arbeit. Wenn du so weitermachst, wirst du fürstlich entlohnt werden. Belohnung abholen. Und wenn du Hilfe brauchst, halt einfach Ausschau nach jemandem mit diesem Gesicht und einem schönen, großen, knollenförmigen Kopf. Viel Glück. Ja. So, meine Spieler-ID ist R gleich YT. So, jetzt gehen wir wieder in den Markt rein. Ist ja schön, dass das hier noch angezeigt wird. Da klicken wir auch drauf. Ein Essensspeicher. Stufe 1 verbessern. 15 Minuten. Sofort mache ich nicht. In 15 Minuten wäre das verbessert. So. Jetzt muss ich schauen, was gibt es denn noch für Möglichkeiten, was gibt es noch für Sachen. Wir haben hier noch eine weitere Belohnung, die wir abholen können. Was ist das da? Verbessere die Küche. Keine Ahnung. Hier ist der Markt. Und da kann ich noch irgendwas bauen. Stell, speichert Energie. Ich habe keinen Plan. Hier gibt es was mit Ausbildung. Da gibt es auch wieder die Golden Turds da hinten. Bitte, die kennen wir. Klasse Kämpfe aus. Machen wir das einfach mal so. I don't know. Der hat eine Picke. Kann ich diese Picke dem geben? Ausrüsten. Ist die besser als diese Endzeit? Ja. Die Smart Axe ist besser scheinbar als das Teil, was er momentan hat. So, dann gehen wir hier raus und dann, was kann ich denn jetzt eigentlich machen? Wie ging das jetzt nochmal? Da ist irgendwie Geld gekommen, so wie es aussieht. Ich gehe wieder auf die Karte. Und dann gehen wir wieder nach Langley Falls. So war das, glaube ich, dann hier drauf. Angriff. So, schauen wir mal. Ein Ding mache ich jetzt noch. Okay.
Aber der war eigentlich relativ einfach. Wieder eine Kiste bekommen. Okay. Du hattest recht, Roger. Die Sammler haben den Verstand der Landstreicher kontrolliert und sie zum Kämpfen gezwungen. Es muss doch eine Möglichkeit geben, sie aufzuwecken. Außerdem müssen wir dieses seltsame Hirnfenster irgendwie verdecken. Ich hab's. Verzierte Cowboyhüte. Das ist keine gute Idee. Um so viele Cowboyhüte zu verzieren, müsste ich meine gesamte Edelsteinsammlung verbrauchen. Dann lieber Krieg. So, hier unten ist was zu essen fertig geworden. Wir machen diese Truhe auf, gucken da mal rein, was da drin ist. Ein gewöhnlicher Gegenstand, so wie es aussieht, wieder eine Pistole. So. Ja. Da ist irgendeine Belohnung fertig. Verbessere die Küche. Okay, verbessere die Küche. Die Küche ist ja dann das hier unten. Küche, Stufe 1, verbessern. Verbessern 5 Minuten. Kostenlos beschleunigen. So, was haben wir als nächstes? Verbessere die Münzprägeanstalt. Das ist die da unten. Verbessern. Verbessern 5 Minuten. Kostenlos. Und ich bin in Level 2. So, was haben wir als nächstes? Selbstjustiz. Also muss ich auf die Karte, dort wieder hin, den jetzt hier machen, angreifen und dann schauen, was passiert. Ja, die haben ja keine Chance. So, wieder eine Kiste bekommen. Cleveres Sparpaket. Okay. Yeah, wir haben gewonnen. Ich bin nicht stolz darauf, ein paar Landstreicher platt gemacht zu haben, aber es hätte schlimmer kommen können. Es hätten auch Kinder sein können. Oder so. So, da habe ich eine Nachricht bekommen. Schön, dich zu sehen, Agent. Hier kriege ich Turz. Reginald, der Koala. Okay, Belohnung erhalten. Wie auch immer das funktioniert. Neues Outfit. Postapokalypse. Du bist einfach super. Hier hast du einen postapokalyptischen Skin als Geschenk für deine Voranmeldung. Hier gibt es einen Markt, Kämpferausbildung, kann ich mir das leisten, das müsste ich mir leisten können. So, was kann man mit den Teilen hier eigentlich machen? Spiele in Luxus. Okay, alles klar, dann machen wir das mal zu hier. Hier habe ich eine neue Kiste. Oh, was ist das? War so eine komische Einhornzepter. 354 Schaden pro Sekunde. Alter Vater, legendäre Waffe. Ja, die muss ich natürlich hier equippen. Bei meinem Fighter. Da ist ja mein Fighter hier. Der kriegt jetzt mal hier dieses Teil hier. Was? Ausrüsten nicht möglich. Warum? Bedingung 10. Schaden macht das. Was hat denn die von ihm hier? 114 Schaden. Das heißt, ich sollte die dann ausrüsten. Kann ich nicht das Teil benutzen? Nein, ich habe eine legendäre Waffe, aber das funktioniert nicht. Was bringt denn die Kleidung? Das Gesundheit? 83 Produktion pro Stunde. Okay. Alles klar. Hier haben wir wieder neue, verbessere die Küche. Das habe ich alles Belohnung abgeholt. Neu. Belohnung abholen. Ich muss ehrlich sein, unsere Kämpfer sind echt peinlich. Es gibt Hühner, die härter sind als unsere Truppen. Lass uns einen Kämpfer-Ausbildungsraum bauen, um ihnen eine Waffenausbildung zu geben. Klar, logisch. Machen wir. Baue einen Kämpfer-Ausbildungsraum. Machen wir. Kämpfer-Ausbildungsraum, das ist der da. Bauen. Den bauen wir dahin. Kostenlos beschleunigen. Ausbilden. Platziere Roger, um die Ausbildung zu beginnen. Wähle einen Roger. Ich denke, das macht hier mit dem da Sinn. Und da wäre mein zweiter Roger. 4 plus 1 beschleunigen wäre ein Turd. Ah, so. Das kostet dann einen Turd. Verbesserung 10 Minuten.
bringt nichts, habe ich nämlich. So, verbessere den Krisensitzungsraum. Den kann ich auch verbessern. Keine Ahnung, was mir das bringt. Nein. So. Keine Ahnung, was mit dem da los war. Hier ist auch wieder was. Alles da. Hier. Kämpferattribut verbessert. Ausbilden. Ja, dann können die ja schon bald diese neue Waffe da benutzen, ne? Krisensitzungsraum kann ich noch nicht verbessern, oder? Nein, fehlen Ressourcen kaufen. 8 Turrets. Ja, ich habe ja 350 Turrets, da kann ich das schon mal machen. So. Also, was haben wir denn noch? Handgreiflichkeiten, Belohnungen, das ist da okay. Das werden wir auch gleich machen. Jo, dann würde ich mal sagen, dann gehen wir mal unten hier auf die Karte und machen mal den nächsten Angriff hier unten bei den Handgreiflichkeiten. Bewege deine Truppen in Rogers Place. Ja, nee. Beschleunigen, beschleunigen. Raumstufe 2 benötigt. Verbessern 10 Minuten. Geht nicht sofort. Warum geht das nicht? Krisensitzungsraumstufe 3 wird benötigt. Okay, dann muss ich dahin wieder zurück. Krisen. Oh, wie komme ich denn hier wieder raus? Ah, so. Das ist der Krisensitzungsraum. Beschleunigen wir jetzt einfach mal. Okay. Ein Supportraum. Ein Klonraum, der kommt dahin. So, kostenlos beschleunigen. Jetzt bin ich schon auf Stufe 3. Schicke 2 Klone in den Klonraum, um mehr Babyklone zu machen. Das ist ein Prozess, den wir Lakentango nennen. Okay, dann nehmen wir mal den Klon 1 und dann nehmen wir mal den Klon 2. Da kommen schon Baby. Aus dir machen wir jetzt. Wir machen jetzt mal den Lakentango. Wieso geht das jetzt gerade nicht? Ah, jetzt hätte ich ihn gehabt. Ja, okay, gute Arbeit. Mach deinen 2 Klonen lieber etwas mehr Platz, sonst geht hier da drin gleich rund. Das Safe Word lautet: Hör bloß nicht auf. So, müssen wir verbessern. Ein Tag kostet das. Okay. So, mal hier rein. Da ist Geld gekommen. Hier hätten wir jetzt den Krisensitzungsraum. Verbessern den. Machen wir mal sofort. Ich habe genug, noch 330. Jetzt müsste ich auch das verbessern können. Auch hier sofort, jawohl. Und dann können wir die auch weiter ausbilden. Beschleunigen, 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 beschleunigen. So, jetzt müsste ich doch eigentlich ihm die Waffe geben können, oder? Oh. Kämpfererz, okay. Was ich eigentlich machen wollte, ist ihm eine neue Waffe geben, und zwar die jetzt hier, ne? Ausrüsten, jawohl. Jetzt geht das. So, und damit will ich auch noch einen Kampf machen. Jetzt müssen die irgendwie hier rausgezogen werden. Ich muss ja mit denen kämpfen. Langley Falls da angreifen. Angriff geht nicht, weil in Rogers Place. Ach, da müssen sie hin. Okay. Also in Rogers Place. Wie kriege ich die jetzt da hin? Eigentlich muss ich die ja ziehen. Nein. Aber wie kriege ich die jetzt da? Ah. Kann ich die irgendwie nicht rausziehen?
Irgendwie muss ich die doch rausziehen können. Wie geht das? Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, wie das funktioniert. Shumway, okay. Ja, das sehe ich, aber ich krieg sie ja nicht raus. Bewege deine Truppen in Rogers Base. Das checke ich gerade nicht. Wie geht das jetzt? So. Ich. Vor allem, wie kann ich es kleiner machen wieder? Was? Oh mein Gott, was sind denn das für Kommentare? Okay. Ah, das war. Na, das hat aber auch nicht funktioniert. So, wie kriege ich die jetzt gezogen? Also irgendwie jetzt gerade nicht so wirklich einfach. Und ich check's gerade nicht. Meine Treppe bauen, ne? Irgendwie muss ich die ja da hinbekommen. Wen ein Roger? Achso. Ah, so geht das. Okay. Der kommt jetzt dahin. Und sie kommt dahin. Ah, alles klar. Jetzt habe ich beide. Müssten jetzt eigentlich in Rogers Place kommen. Jetzt weiß ich, wie es geht. Alles klar. Beide in Rogers Place. Jetzt wieder auf die Karte. Jetzt kann ich einen Angriff machen. Jetzt haben wir es. Perfekt. Alles klar. So, letzter Angriff für dieses Match. Oh, wie geil. Jetzt hat er schon da oben dieses Spike. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So viel besser. Ja, Leute, wenn euch das heutige Video, diese Spielevorstellung gefallen hat. Warum nur, Luis? Warum hilfst du den Sammlern? Ich dachte, wir wären Kumpels. Du wirst immer mein Kumpel sein, Stan, aber die Sammler haben mir Dinge versprochen, die du mir niemals geben könntest. Oder wolltest deine Frau zum Beispiel. Du hast Francine? Das war's mit unserer Freundschaft. Stan, du musst mich vor diesem Spinner retten. Er gibt die ganze Zeit damit an, wie weit er spucken kann. Angeblich spuckt er beeindruckend weit. Was soll das denn überhaupt heißen? Nein, ich kaufe mir keine Werbung jetzt hier. So. Beziehungsweise ich gucke mir keine Werbung an. Jo Leute, wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet das nächste Mal wieder ein. Wenn es wieder heißt. American Dad Apocalypse Now. Jo, macht's gut, bis dann, haut rein und tschüss.